Sie lassen sich beim Rettungsdienst in den Ablauf von Liegentransporten einweisen, schlüpfen im Gericht in Roben und stellen einen Prozess nach, entwerfen im Fachbereich Bauingenieurswesen der Fachhochschule Brücken aus Kartonpapier oder lassen sich bei den Chemikern der Justus-Liebig-Universität zeigen, wie man ein Feuer löscht. Die Rede ist von den Hunderten von Mädchen, die sich beim diesjährigen Girls Day in 40 Firmen und Behörden der Stadt und des Landkreises Gießen ein Bild von Berufstätigkeiten machen konnten, die bislang eher von Jungs ausgeübt werden. Girls Day, das ist der Mädchen-Zukunftstag. Das ist dafür, dass das Arbeitsverhältnis ausgeglichen ist, dass Frauen auch Arbeitsplätze haben wie Männer. Und das halt mal auszuprobieren. Bei uns am Zwischenlager für chemische Abfallstoffe von der Justus-Liebig-Universität Gießen ist heute Folgendes am Girls Day passiert. Wir waren in Abfallstoffen, da haben wir erfahren, wie man die chemischen Stoffe entfernt und haben auch Filme geguckt. Und waren auch in der Glasbläserei und da durften wir selbst mal versuchen, eine Kugel zu blasen. Und jetzt als krönender Abschluss sieht man halt hier hinten, dass hier nochmal mit Feuerlöschern hantiert werden darf. Ich habe das Feuer da gelöscht und die haben uns halt gezeigt, wie man das macht. Jetzt durften wir es selber mal ausprobieren. Das Löschteil, das ist halt etwas schwerer, aber wenn man es übt, dann kann man es auch irgendwann.